Sowohl in der Arbeitssicherheit als auch im Bergsport kommt dem Seil eine besondere Bedeutung zu. Es ist sozusagen die Nabelschnur zwischen uns und den Ankerpunkten. Deshalb ist es wichtig, dass Seile in gutem Zustand sind und regelmäßig überprüft werden. Da sie aber eine Kettenmantelkonstruktion sind, also nicht alle Bestandteile sichtbar sind, ist die Beurteilung gar nicht so einfach. Ich bin der Florian Hellberg von der Edelried Knowledge Base und möchte den Beitrag beleuchten, wie der Knicktest bei der Beurteilung von Seilen behilflich sein kann. Nach der allgemeinen Überprüfung kommt die Sicht- und Funktionsprüfung des Seils. Dabei lasse ich das Seil Stück für Stück durch meine Hände gleiten und beurteile das Seil sowohl optisch als auch haptisch. Ganz typisch sind solche Verschleißerscheinungen, die durch Abrieb und Walkarbeit vom Seil entstehen. Die Frage ist jetzt, wie bewerte ich diese Auffälligkeiten? Ist der Verschleiß so weit fortgeschritten, dass der Seilkern sichtbar ist, wie in diesem Beispiel hier, dann ist der Fall eindeutig. Das Seil muss entweder gekürzt oder aussortiert werden, je nachdem, wo die Schadstelle liegt. Zur Bewertung, wie weit ich von diesem Punkt noch entfernt bin, kann der Knicktest eine Hilfestellung bieten. Dazu suche ich mir eine Referenzstelle im Seil, die noch nicht von Verschleiß beeinträchtigt ist. Dann nehme ich das Seil in zwei Finger und knick das Seil. Dabei verschaffe ich mir den Eindruck, wie viel Kraft ich hier brauche und was für ein Auge hier stehen bleibt. Dann nehme ich mir die zu bewertende Stelle und wiederhole den Test und drücke das Seil mit vergleichbarer Kraft zusammen. In dem Beispiel sieht man jetzt, es bleibt kein Radius mehr stehen, sondern das Seil lässt sich bei ähnlicher Kraft komplett zusammendrücken. Das ist ein Indiz dafür, dass in dem Seil die Mantelgarnspannung so weit abgefallen ist, dass das Sichtbarwerden des Kerns nicht mehr weit entfernt ist. Wichtig beim Knicktest ist es, die zu beurteilende Stelle mit einer Referenz zu vergleichen. Denn auch schon neue Seile unterscheiden sich im Knicktest, wie diese Beispiele zeigen hier. Habe ich bei einem Seil einzelne Stellen, die sich im Knicktest deutlich unterscheiden, es ist eine gute Hilfe, das Seil einmal auszustreichen. Denn, wie in diesem Beispiel hier, können auch punktuelle Belastungen, wie zum Beispiel längeres Hängen im Sicherungsgerät, eine leichte Kernmantelverschiebung hervorrufen und damit Auffälligkeiten im Knicktest erzeugen, die dann durchs Ausstreichen wieder behoben sind. Insgesamt ist noch wichtig zu sagen, der Knicktest ist nur eine Information. Er sollte immer kombiniert werden mit dem optischen und haptischen Eindruck eines Seils. Und es gibt natürlich noch diverse andere Auffälligkeiten, auf die hin ein Seil überprüft werden muss.